Eine neue Anleitung von Windows Power. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Aktivitätsverlauf unter Google löschen könnt. Wie das funktioniert, was das ist, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Google zeichnet alles auf. Ganz egal, wonach ihr gesucht habt, welche Seite ihr besucht habt und noch vieles mehr. Welche Seiten, wann und wo, wie viele Aufrufe, das wird alles von Google aufgezeichnet. Da reicht es nicht einfach nur den Browserverlauf zu löschen oder den Cache zu leeren, das ist zu wenig. Und wir zeigen euch, wie das Ganze aussieht und ihr werdet Augen machen und staunen, wenn ihr seht, was hier wirklich alles aufgezeichnet wird. Ihr öffnet euren Browser und tippt hier einfach nur ein My Activity und Google. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf die Seite. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt sehen wir hier verschiedene Reiter wie Aktivitäten löschen, andere Google-Aktivitäten, Aktivitätseinstellungen und Konto und vieles mehr. Wenn wir uns jetzt hier anklicken auf der rechten Seite, dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel, was ich mir am 16. Juni angesehen habe, was ich mir am 13. Juni angesehen habe und noch vieles mehr, doch nicht nur das auf YouTube, sondern man kann hier auch sehen, wonach ich gegoogelt habe. Auch das sieht man hier und wie gesagt, das ist alles ein Wahnsinn, was hier alles aufgezeichnet wird und viele wissen das auch nicht, zum Beispiel hier habe ich gesucht. Und wenn ihr auf der linken Seite euch jetzt diesen Punkt hier anklickt, also so, wir gehen zurück, wenn ihr diesen Punkt hier Aktivitätseinstellungen anklickt, dann könnt ihr hier zum Beispiel einstellen, dass hier nichts gespeichert wird. Ihr seht es, Suchanfragen bei YouTube speichern, angesehene YouTube zum Beispiel wird hier gespeichert, sogar personalisierte Werbung ist hier drinnen. Und das könnt ihr euch einstellen, damit das Ganze nicht mehr gespeichert wird. Und wenn ihr das löschen wollt, dann müsst ihr hier klicken auf Aktivitäten löschen nach. Und jetzt könnt ihr letzte Stunde, letzter Tag, gesamte Zeit, Benutzer definiert. Ich werde die gesamte Zeit hier löschen und sage hier löschen. Und jetzt wird alles gelöscht, wonach ich hier jemals gegoogelt habe oder wonach ich gesucht habe und gleichzeitig auch die Seiten, die ich besucht habe. Und wenn ich jetzt etwas suche, dann werden mir nicht mehr die Seiten vorgeschlagen, nach denen ich jemals gesucht habe, sondern hier funktioniert dann die Google-Suche und nicht mehr die Seiten, die ich ständig oder täglich gesucht habe. Das heißt, hiermit habt ihr eine Lösung, dass ihr hier wirklich alles hier löschen könnt und einstellen könnt, dass nichts mehr gespeichert wird. Den Verlauf, den werde ich jetzt natürlich einmal deaktivieren. Ja. Und genauso werde ich die anderen Aktivitäten auch deaktivieren. Das heißt, jetzt habe ich das Ganze pausiert und die Häkchen sind hier weg. Ihr könnt hier natürlich viel mehr suchen, wie zum Beispiel Google Maps oder Google Play. Dafür klickt ihr hier auf andere Google-Aktivitäten und könnt es dann hier löschen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows Power Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.